Und auch wir beschäftigen uns mit den heftigen Unwettern, liebe Zuschauer. Nach diesen sommerlichen Temperaturen, da hat es ordentlich gekracht. Und wie? Damit herzlich willkommen zu Brisant. Und da kam so einiges runter von oben. Nicht nur Regen, sondern auch Hagel, Regenrinnen, die brachen fast zusammen. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. Kurz, die Feuerwehr rückte zu etlichen Unwettereinsätzen aus. Teilweise hieß es einfach nur Land unter. Aber es gab auch andere Orte in Deutschland. Oh, der Ton! Da wurde in etwa so hier das kühle Bier am Vatertag genossen. Gekracht hat es trotzdem, aber eher zwischenmenschlich. Denn in einer Gaststätte in Ganderkesee eskalierte eine Vatertagsfeier, bei der Steine und auch Flaschen flogen. Also so beschaulich wie hier ging es dort eher nicht zu. Er war der älteste Sohn von Karl Herzog von Württemberg, einem der reichsten Adelsgeschlechter Deutschlands, und sollte in Kürze ein Millionenerbe antreten. Doch jetzt ist Herzog Friedrich von Württemberg tot. Er verunglückte mit seinem Porsche, als er versuchte, einen Traktor zu überholen. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Auto. Der 56-Jährige hinterlässt seine Frau Marie sowie drei erwachsene Kinder. Vor etwa 7 Jahren, liebe Zuschauer, geriet der ruhige Ort Insel mächtig in Aufruhr und auch in die Schlagzeilen. Die Anwohner demonstrierten mit solchen Plakaten hier, als es hieß, dass zwei Sexualstraftäter nach ihrer Sicherungsverwahrung dort leben sollten. Viele wollten die beiden aber nicht im Ort haben, weil sie Angst hatten, sie könnten rückfällig werden. In Brachwitz in Sachsen-Anhalt gibt es jetzt zwar keine Proteste, aber einige Eltern erheben auch dort ihre Stimme. Es geht um einen Straftäter, der nach Verbüßung seiner Haftstrafe in das 900-Einwohner-Dorf gezogen ist und unweit eines Kindergartens wohnen soll. Gerüchte sagen, er sei pädophil. Und über diesen Stempel Täter und ob man den überhaupt jemals losbekommt, reden wir jetzt noch. Es geht um Therapiemöglichkeiten für Menschen, die eine sexuelle Straftat begangen haben. Was? Die Täter werden beraten? Ja, das denken Sie jetzt vielleicht. Was ist denn mit den Opfern eigentlich? Der Verein Wendepunkt, der die Beratung durchführt, kümmert sich seit Jahrzehnten um die Opfer von Missbrauch und hat dabei festgestellt, Täterarbeit ist Opferschutz. Denn gerade junge Leute können auf den richtigen Weg zurückgeführt werden. Jetzt, liebe Zuschauer, geht es bei uns um diesen kleinen Roboter hier. Mithilfe dieses sogenannten Avatars kann der 11-jährige Bruno am Unterricht teilnehmen, mit Freunden quatschen, so als ob er tatsächlich mit drin sitzt im Klassenzimmer. Denn diese kleinen Roboter sind eine enorme Hilfe für Kinder, die schwer erkrankt sind und deshalb einen normalen Schulalltag nicht miterleben können. Ich bin doch nicht Rockefeller. Diesen Spruch erkennen wir alle und verbinden mit dem Namen Unmengen an Geld und Reichtum. Aber wer war eigentlich dieser Rockefeller? Ich sag's Ihnen, als deutscher Einwanderer fasste er in den Vereinigten Staaten Fuß im großen Ölgeschäft und wurde zum reichsten Mann der Neuzeit. Der letzte Enkel des legendären Ölmagnaten hier auf dem Foto zu sehen, war ebenfalls milliardenschwer. Er lebte sehr, sehr prunkvoll, liebte Picasso, Monet und Matisse zum Beispiel. Und als er im Alter von 101 Jahren starb, hinterließ er eine sehr, sehr wertvolle Kunstsammlung, die jetzt für eine Rekordsumme unter den Hammer kam. Es wird prominent bei uns und Stefanie Hertel erzählt uns, wie sehr sie der Muttertag diesmal aufwühlt. Mehr jetzt. Ja, so hier kennt man Stefanie Hertel, lachend und einfach gut gelaunt. Im Dezember aber der Schicksalsschlag. Ihre Mama stirbt plötzlich im Alter von 67 Jahren. Ein großer Verlust für die Sängerin. An ihre Mutter wird sie in diesen Tagen aber besonders oft denken, denn Stefanie Hertel moderiert wie jedes Jahr eine Muttertagsshow. Und diese ist die erste, die ihre Mutter nicht mehr sehen kann. Und trotzdem spielt sie eine sehr große Rolle in der Sendung, in diesem Song. Und noch mehr aus dem Interview mit Stefanie Hertel auch auf unserer Facebook-Seite. Und alle Infos zu der großen Muttertagsshow bei brisant.de, falls Sie noch mehr erfahren möchten. Was haben Otto von Bismarck, Konrad Adenauer und Toni Marshall gemeinsam? Nein, die Haarpracht ist es sicherlich nicht, aber alle drei sind Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden und Toni Marshall sehr frisch seit heute nämlich. Hier fing seine Karriere an als Sänger, hier hat er seine ersten Auftritte absolviert. Nie wurde er müde, Werbung für seine Heimat zu machen, mit der er sich sehr, sehr verbunden fühlt. Ja, und dafür wurde er heute geehrt.
eine ganz gute Figur hat er schon mal. Und mit dem ESC bzw. mit dem Grand Prix kennt sie sich hier bestens aus, Mary Rose. 1984 erreichte sie den 13. Platz mit dem Titel Aufrecht gehen. Kurz vorher erfuhr sie allerdings, dass eine andere Frau ein Kind von ihrem damaligen Ehemann Werner Böhm alias Gottlieb Benderhals erwartet. Tja, den Auftritt hat sie dennoch sehr, sehr gut gemeistert, wie überhaupt so vieles in ihrem Leben. Bis heute verfolgt sie den Eurovision Song Contest, sitzt sogar in der deutschen Jury. Auch darüber haben wir mit der Sängerin gesprochen. Ja, und das war's schon von uns. Ihnen jetzt noch einen ganz tollen Abend und bis morgen Punkt 17:10 Uhr. Ich freue mich sehr auf Sie. Ciao.